Herbert Kickl, FPÖ-Klubobmann und Parteichef, ist jetzt live bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Herr Klubobmann, ich würde gerne mit Ihrer Position zum Konflikt in Israel beginnen. Sie haben die Attacken der Hamas sowie alle anderen Parlamentsparteien verurteilt. Aber unterstützen Sie auch Israel im Krieg gegen jene, die ihn ausgelöst haben, die Terroristen der Hamas? Na, schauen Sie, ich glaube, dass die freiheitliche Position gerade in der Frage des Kampfes gegen den Islamismus diejenige Partei ist, die in Österreich am allerklarsten positioniert ist. Das hat uns nicht immer die Zustimmung der anderen Parteien eingebracht, aber wir waren hier am richtigen Weg und sind es auch. Und das, was hier für uns in der Ablehnung des Islamismus innenpolitisch gilt, im Inneren, wo wir die Bedrohungen ja erleben durch erhöhte Terrorwarnstufen zum Beispiel, nicht? Also diese Anschlagspläne in Richtung Stephansdom, in Deutschland war es der Kölner Dom und so weiter, das gilt für uns natürlich auch in der Außenpolitik, das ist gar keine Frage. Das wundert mich, Ihr Europaspitzenkandidat Harald Wilimski hat im Dezember bei einem Kongress der EU-Rechtsfraktion gesagt, wir halten es für falsch, die Ukraine zu unterstützen und ebenso falsch, den israelisch-palästinensischen Krieg zu unterstützen. Heißt das, Österreich soll Israel nicht unterstützen? Noch einmal. Ich sehe hier überhaupt gar keinen Widerspruch. Wo sehen Sie hier einen Widerspruch? Wir haben eine klare Positionierung, wenn es um die Verurteilung dieser Angriffe geht. Das, was Harald Wilimski wahrscheinlich gemeint hat, ist, dass im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung Israels, die ja dort gegenwärtig auch stattfindet, dass das nicht bedeuten kann, dass das quasi auch ein Freifahrtschein möglicherweise in der Sicherheit, dass die Amerikaner ohnehin jeden Widerstand auf internationaler Ebene niederhalten, dass das ein Freifahrtschein sein kann. Aber soll Österreich Israel unterstützen? Ja, Österreich unterstützt Israel ja. Österreich unterstützt Israel durch entsprechende Deklarationen. Österreich hat Israel unterstützt durch eine, glaube ich, Ablehnung sogar im Sicherheitsrat. Ganz ehrlich gesagt, da wäre eine Enthaltung, wäre mir lieber gewesen. Aber das, was nicht herauskommen kann in dieser Sache, ist, dass de facto für Israel dann alle Regeln außer Kraft gesetzt sind und dass man mit einer offenbar erwarteten Rückendeckung der Amerikaner, die einem das alles dann im Hinterland auch erledigen, dass man damit dann sozusagen auch überbordende Selbstverteidigungsmaßnahmen setzt. Österreich hat dagegen gestimmt, gegen diese UN-Resolution, weil die Hamas dort nicht ganz klar vermerkt war als Angreifer auf die UN. Sie sagen jetzt, Sie hätten lieber eine Enthaltung gehabt. Ist Ihnen das nicht wichtig? Weil es wahrscheinlich mit der Neutralitätsposition besser vereinbar gewesen wäre. Und Sie wissen ja genau, wie wenig Staaten es dann auch in der UNO-Versammlung gewesen sind, die diese Ablehnung unterstützt haben. Das waren nicht so viele. Ja? Und dabei auch einige Staaten, die nicht besonders prominent sind. Sie sagen ja, Sie wollen eine Neutralitätspolitik, aber warum haben Sie dann bei der Rede des ukrainischen Präsidenten im Nationalrat den Saal verlassen? Gehört zu einer aktiven Neutralitätspolitik, wie Sie sie machen wollen, im Sinne Kreiskis, nicht auch die Argumente beider Seiten zu hören? Aber genau das ist ja nicht der Fall gewesen. Das ist ja das Problem. Ich habe ja auch den Nationalratspräsidenten damit konfrontiert, erstens einmal, dass der österreichische Nationalrat überhaupt gar keine Bühne für Kriegsparteien zu sein hat. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Es gibt genügend internationale Organisationen, wo es Auftrittsmöglichkeiten gibt und die werden ja auch von der Ukraine zuhauf genützt. Auch wenn diese Kriegspartei angegriffen wurde. Da braucht es jetzt das österreichische Parlament nicht dafür. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, wenn man so etwas macht, ja, dann müsste man eigentlich auch die zweite Seite dort einladen und auch der zweiten Seite Gehör schenken. Das ist das, was ich darunter verstehe. Und das höre ich im Übrigen auch heraus aus dem Neujahrsappell des Bundespräsidenten, der ja für sich auch immer in Anspruch nimmt, ein Brückenbauer zu sein, der in vielen Reden zum 26. Oktober die Neutralität Österreichs gelobt hat, der gesagt hat, die Erfolgsgeschichte Österreichs ist mit der Tinte der Neutralität geschrieben. Ja, dann müssen wir uns aber auch neutral verhalten. Und jetzt nur einer Partei. Jetzt nur einer Partei Gehör zu geben und einer anderen nicht, das verstößt gegen dieses Neutralitätsprinzip. Das ist ja für jeden verständlich. Aber ist die FPÖ neutral? Ich habe sehr viel Kritik von der FPÖ an der Ukraine gehört. Ich habe heute lange gesucht, habe keine Kritik von Ihnen an Russland gefunden in Ihren Aussendungen. Das ist eine gute Sache, dass Sie das ansprechen, weil im Vorspann schon eine Unwahrheit behauptet worden ist, und zwar vom Bundespräsidenten. Er hat nämlich gesagt, dass die Freiheitliche Partei diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht verurteilt hätte. Das haben wir sehr wohl, und zwar wiederholte Male. Und das muss man an dieser Stelle richtigstellen. Und wenn Sie da im Archiv gesucht hätten, dann hätten Sie auch genügend Aussagen gefunden. Ich habe auch bei vielen Reden im Plenarsaal, jede meiner Reden, genau damit begonnen. Sie sind genauso russlandkritisch wie ukrainekritisch?
Ich bin genauso russlandkritisch wie ukrainekritisch. Und Herr Dürr, ich glaube aber, dass uns das insgesamt nur dann weiterbringt, wenn wir trotz allem versuchen, Verständnis und zwar für beide Seiten zu entwickeln. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, etwas zu verstehen versuchen, das heißt ja nicht, die Dinge gut zu heißen. Und wenn ich das sage, dann darf ich mich auf jemanden berufen, der bei Ihnen hier im Haus und in ganz Österreich sehr, sehr gut bekannt ist und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Er ist so etwas Ähnliches wie der Geschichtslehrer der Nation. Es ist Hugo Bortisch gewesen, der genau das gesagt hat. Er hat gesagt, er hält es für eine schändliche Vorgangsweise der Medien und der Politik, den Versuch, Russland gegenüber Verständnis entgegenzubringen, als Verrat an den westlichen Werten oder Ähnliches zu punzieren. Und das nehme ich sehr, sehr ernst, weil er nämlich genau auch das zum Ausdruck gebracht hat, was ich gemeint habe. Nämlich den Versuch, etwas zu verstehen, heißt nicht, etwas gut zu heißen. Ich bringe Ihnen ein umgekehrtes Beispiel. Ich kann auch den Herrn Zelensky verstehen, dass er versucht, die ganze NATO in diesen Konflikt mit Russland hineinzuziehen. Ich kann das aus seiner Sicht verstehen. Aber ich kann es nicht gutheißen. Und genauso wenig kann ich den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht gutheißen. Aber das bringt uns dann auch nicht mehr weiter, sondern dann müssen wir nach vorne gehen und dann müssen wir Modelle entwickeln, wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Und gerade dort wäre die Neutralitätsposition Österreichs eine wichtige. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, und das habe ich dem Bundespräsidenten in einem persönlichen Gespräch gesagt, ich wünsche mir in Europa mehr Neutrale. Die Neutralität ist ein Zukunftsmodell. Wenn alle in Bündnissen stecken, dann lehrt uns die Geschichte eines, Herr Dürr. Schauen Sie sich die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges an. Dort ist aus einem Konflikt zwischen Österreich, Ungarn und den Serben, aus einem regionalen Krieg, durch Beistandspflichten und durch Bündnisse ein Flächenbrand entstanden, der den ganzen Kontinent in Schutt und Asche gelegt hat. Klar ist auch, und das muss man dazu sagen, hätte es die Unterstützung Europas nicht gegeben, wäre die Ukraine jetzt von Wladimir Putin überrollt. Das ist ja wahrscheinlich auch keine neutrale Position, wenn einfach einer gewinnt. Ich würde aber gern zu einem Punkt noch kommen, nämlich Ihrer Russland-Position. Der frühere BVD-Chef Griedling hat ja vergangenes Jahr sein Buch veröffentlicht und schreibt darin, dass der Verfassungsschutz, Zitat, sehr besorgt über die Kontakte der Freiheitlichen Partei mit Russland gewesen sei. Sie würden, Zitat, pure russische Propaganda verbreiten und sie hätten sich nicht verändert. Was antworten Sie? Ich antworte dem Herrn Griedling, dass er in seiner Zeit, als er Chef des Verfassungsschutzes gewesen ist, und das war er seit dem Jahr 2008, darauf achten hätte sollen, dass dieser Verfassungsschutz in einem Zustand ist, dass er den Namen Verfassungsschutz auch verdient. Herr Griedling hat dort einen Zustand hinterlassen, den man gelinde gesagt auf internationaler Ebene als Sauhaufen bezeichnen kann. Und ich habe Experten aus anderen Ländern da gehabt, im Zusammenhang mit einer notwendigen Reform des Verfassungsschutzes. Die sind aus dem Staunen nicht herausgekommen, in welch deplorablen Zustand dieser Verfassungsschutz gewesen ist. Aber wollen Sie nicht auf die inhaltliche Kritik antworten? Sie würden Griedling, pure russische Propaganda einen Herrn Griedling, der den Verfassungsschutz in einen solchen Zustand kommen lässt und dann, wenn er in die Pension geht, anfängt, Weisheiten für sich zu entdecken, ganz ehrlich gesagt, den Herrn nehme ich nicht ernst. Gut, kein Thema beschäftigt die Menschen so sehr wie die Teuerung. Sie haben noch 2022 einen Spritpreisdeckel nach ungarischem Vorbild gefordert. Der hat dann dort im Chaos geendet und Viktor Orban musste die Maßnahme stoppen, weil einfach kein Sprit mehr da war. Die Preise sind danach in die Höhe geschnellt. Seither fordern Sie das nicht mehr. Haben auch Sie, so wie Sie das der Bundesregierung vorwerfen, anfänglich auf eine falsche Maßnahme gesetzt und dazugelernt? Nein, überhaupt gar nicht, weil dieses Chaos in Ungarn zum Teil dadurch verursacht worden ist, dass Österreicher nach Ungarn gefahren sind und Menschen aus anderen Ländern und dort getankt haben. Das wissen Sie ganz genau, weil es nämlich in anderen Ländern diese Deckel nicht gegeben hat, was dann dazu geführt hat, dass die Benzin- und die Treibstoffreserven in Ungarn knapp geworden sind. Aber wenn Sie sich ansehen, gerade auch jetzt zum Jahresabschluss, die Analyse der Experten im Zusammenhang mit der Inflation, dann werden Sie bei allen hören, dass es ein gehöriges Problem gewesen ist, dass die österreichische Bundesregierung bei der Bekämpfung der Teuerung nicht auf der Preisseite eingegriffen hat. Das hat man nicht gemacht. Man wollte keinen Mietpreisdeckel, das kommt jetzt viel zu spät. Man wollte keinen Strompreisdeckel, keinen Deckel bei den Preisen der Lebensmittel. Gibt's mittlerweile. Jetzt, mit 2 Jahren Verzögerung. Lassen Sie mich das einmal sagen. Ja. Man hat auf die falsche Strategie gesetzt und man hat versucht, die Leute mit irgendwelchen Gutscheinen und Boni sozusagen über die Krise zu
zu bringen, was dazu geführt hat, dass die Inflation sich verstärkt hat. Das sage nicht ich, sondern das sagen namhafte Wirtschaftsexperten, die auch die österreichische Regierung beraten. Das heißt, wir hatten Recht und die Bundesregierung hatte Unrecht, genauso wie bei vielen anderen Themen auch. Sie wollen die Mehrwertsteuer reduzieren, fordern, dass seit einigen Monaten eine Mehrwertsteuerreduktion wäre, aber extrem teuer, würde viele Milliarden Euro kosten und brächte auch jene Menschen Geld, die eigentlich gut verdienen. Denn die Semmel im Lebensmittelmarkt wäre dann vielleicht billiger, aber auch jener, der sich eine teurere Semmel leisten könnte, würde dann weniger bezahlen. Ist das gerecht, reich? Wissen Sie, worum es geht? Manchmal geht es darum, schnell zu helfen. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Und schnelle Hilfe zeichnet sich durch eines aus, dass sie unkompliziert und unbürokratisch ist. Nicht das, was die Bundesregierung macht, eine teure Verteilungs- und Umverteilungsbürokratie erschaffen, wo sie sich selber nicht mehr auskennt und kein Mensch mehr weiß, welchen Anspruch auf welche Förderung er hat. Und wenn Sie das Beispiel mit der Semmel bringen, naja, in der prozentuellen Entlastung, ja, wie viel an dem, was man für die Lebensmittel ausgibt, bei einem ärmeren Menschen die Semmel ausmacht, im Vergleich zu demjenigen, der sich um das Geld keine Sorgen macht, dann ist derjenige mit der Semmel, der weniger verdient und der ist mehr entlastet. Gut, kommen wir zu den Auswirkungen der Teuerung. Da steigen die Löhne, auch jene der Politiker in den Bundesländern, in denen Sie in der Regierung sind, werden die Politikergehälter auch für Spitzenpersonal erhöht. In Niederösterreich ab Mitte des Jahres sogar um 9,7%. Udo Landbauer verdient wegen der saftigen Erhöhung bald deutlich mehr als Sie und sogar mehr als der Nationalratspräsident, ein Landesrat mehr als ein Bundesminister. Sieht so eine FPÖ-Regierungsbeteiligung aus? Sie sieht so aus, wenn der Koalitionspartner, und in dem Fall ist der Koalitionspartner die Österreichische Volkspartei und in dem Fall ist das direkte Gegenüber unserer Landeshauptmann-Stellvertreter, jeweils der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau und damit ein Parteiobmann der ÖVP, in den Gesprächen und in den Bemühungen nicht davon zu überzeugen ist, dass es sinnvoll wäre, hier einen Gehaltsverzicht auch an den Tag zu legen aus Solidarität mit der Gesellschaft, dann kommt das heraus. Aber ich bin dankbar für die Kritik, dass man sagt, ich habe mich hier nicht durchsetzen können. Weil wenn man diese Kritik ernst nimmt, dann heißt das ja, dass die mich kritisieren, wollen, dass ich mich durchsetzen kann. Und wenn ich mich durchsetzen können soll, dann heißt das, dass es eine Wahlempfehlung für die Freiheitliche Partei ist, stärkste Partei bei der nächsten Nationalratswahl zu werden. Dann können wir nämlich das auch gleich im Parlament regeln. Das kann ich Ihnen versprechen, ein freiheitlicher Volkskanzler. Und das Ganze schaut dann anders aus. Und dann werden wir auch dafür sorgen, dass der ORF nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann mit einer Haushaltsabgabe, die dann solche Gehälter ermöglicht, die jenseits von Gut und Böse sind, wo der Herr Landbauer noch ORF-Gehälter verdient. Naja, weil sie auch wahr ist, ne? Ja, ich verdiene deutlich weniger als der Herr Landbauer. Sie sagen, Sie hätten sich nicht durchgesetzt gegen die ÖVP. In anderen Fällen haben Sie bei solchen Beschlüssen, ich habe sogar nachgezählt, 80 Mal in Aussendungen in dieser Legislaturperiode die jeweilige Partei als Steigbügelhalter, vor allem der ÖVP, bezeichnet. Sind Sie nach Ihrem eigenen Maßstab jetzt also ein Steigbügelhalter der ÖVP? Man kann sich die Frage stellen bei einer solchen Diskussion, ob es das wert ist, dafür die Koalition zu brechen. Und wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es das nicht wert ist, weil in den Ländern wesentliche Projekte einer Politik, nämlich Politik für die eigene Bevölkerung zu machen, von den Freiheitlichen vorangetrieben werden kann. Und nächstes Jahr, also das war ja aus der damaligen Sicht nächstes Jahr, heuer, finden die Nationalratswahlen statt. Und wenn wir die Freiheitliche Partei zur stärksten Partei machen, dann wird das ein Jahr der Wende werden. Dann werden wir in Zukunft mit einem freiheitlichen Volkskanzler Politik für die eigene Bevölkerung und nicht dagegen machen. Und dann wird es auch in solchen Zeiten, das garantiere ich, keine entsprechenden Erhöhungen der Spitzenpolitikergehälter geben. Und im Übrigen auch keine Haushaltsabgabe für den ORF. Ich sage das auch in der Deutlichkeit. Gut, die Plattform Korrektiv berichtet heute über ein Treffen, an dem unter anderem eine AfD-Bundestagsabgeordnete teilgenommen haben soll. Der rechtsextreme Martin Sellner, langjährige Leitfigur der Identitären Bewegung, hat dort einen Plan zur sogenannten Remigration vorgestellt, der auch die Außerlandesbringung von, Zitat, nicht assimilierten Staatsbürgern vorsehen soll, also Deutsche, die abgeschoben werden sollen. Sie haben mal die Identitären als NGO von rechts bezeichnet. Die AfD ist ihre deutsche Schwesterpartei. Verstehen Sie unter Remigration das Gleiche, was auch Martin Sellner darunter versteht? Herr Tür, zunächst wollen wir mal vielleicht das eine oder andere festhalten.
Ich war ja nicht bei diesem Treffen dabei, oder? Hat auch nie jemand behauptet. War ein Vertreter der Freiheitlichen Partei. Nein, auch das hat nie jemand behauptet. Bin ich ein Sprecher der AfD? Nein, auch das nicht. Auch mich hat ja interessiert, bin ich der Verteidiger des Herrn Sellner? Ich bin der Parteiobmann der Freiheitlichen Partei und als solches haben wir unsere Vorstellungen zum Thema Asyl und Migration gerade im letzten Jahr sehr, sehr ausführlich präsentiert. Das ist so etwas wie ein Kernbereich der freiheitlichen Politik, im Übrigen seit dem Jahr 1993, Sie werden sich vielleicht erinnern, da hat ein gewisser Jörg Haider ein Volksbegehren eingeleitet, Österreich zuerst hat das geheißen, das dann von den linken politischen Kräften sofort negativ geframed wurde, so nennt man das heute nicht, da hat man dann aus einem Österreich zuerst Volksbegehren ein Ausländer-Raus-Volksbegehren gemacht. Und seitdem wird die Freiheitliche Partei für ihre Vorschläge im Asyl- und Migrationsbereich verteufelt und an den Pranger gestellt. Hätte man uns zugehört, anstatt uns zu verteufeln, dann bräuchten wir heute über viele Probleme nicht reden. Stimmen Sie mir dazu? Es geht nicht darum, was ich denke. Ich würde gern von Ihnen wissen. Wäre aber mal interessant, ob Sie da auch eine Position haben. Meine Meinung ist völlig irrelevant. Ja, das glaube ich nicht bei den Fragen. Das glaube ich gar nicht. Mich würde interessieren, was Sie unter Remigration. Und jetzt sage ich Ihnen zum Thema Remigration etwas. Sie versuchen da hier eine Tabuzone zu errichten, aber denken Sie einmal nach. Denken wir mal gemeinsam nach. Was ist denn Asyl im Kern? Asyl im Kern nach der Genfer Flüchtlingskonvention, Herr Tür, ist Schutz auf Zeit. Das heißt aber, dass wenn die Zeit des Schutzbedarfs abgelaufen ist, was heißt das dann? Das heißt, dass diejenige Person dann wieder in ihre Heimat zurückzukehren hat. Das ist Remigration. Genau. Wenn jemand einen Asylantrag in Österreich, das verstehe ich unter Remigration. Ich werde Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Sie verstehen bringen nicht für, das drunter, ich was ein der Herr Sellner, nein, bringen für nein, Remigration. Ja, natürlich. Wenn jemand einen Asylantrag in Österreich stellt und dann wird er rechtskräftig negativ beschieden, das kommt dann am Ende heraus, dann hat er dieses Land zu verlassen. Das ist geltende Rechtslage. Auch das ist Remigration. Das ist geltende Rechtslage. Problem mit dem Begriff Remigration. Ich habe kein Problem, ich habe versucht zu verstehen, wie Sie ihn denken. Wenn jemand für straffällig wird, dann soll er abgeschoben werden. Das ist Remigration. Gut, Martin Sellner hat gesagt, auch Staatsbürger sollen abgeschoben werden. Wenn Sie mit Martin Sellner sprechen wollen, dann laden Sie Martin Sellner ein. Gut, ich frage Sie, verstehen Sie unter Remigration auch die Abschiebung von Staatsbürgern? Ich habe Ihnen jetzt gesagt, was die freiheitliche Position ist, und ich sage Ihnen noch etwas dazu. Wenn Sie oder wenn die politischen Mitbewerber von uns nicht verfluchen würden dafür, dass wir einen Asylstopp fordern, dann würde sich dieses Problem gar nicht stellen. So einfach ist es. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Ich bin ein Freund einer präventiven Migrations- und Asylpolitik. Das heißt, keine Asylanträge mehr in Österreich zulassen. Wir haben in der Vergangenheit genug getan. Es gibt keinen Grund dafür, dass Menschen, die tausende Kilometer Strecke hinter sich haben, ausgerechnet in Österreich um Asyl ansuchen. Wir nehmen diese Anträge nicht mehr an. Dann haben wir auch kein Problem, dass wir die Leute dann wieder außer Landes bringen müssen. So einfach ist es. Herr Kickl, Sie haben noch immer nicht meine Frage beantwortet. Ich probiere es jetzt etwas anders. Ihr Herr Generalsekretär schickt heute eine Aussendung aus, in der er schreibt, Remigration sei gerade im Zusammenhang mit unzähligen kriminellen, nicht integrationswilligen Ausländern das Gebot der Stunde. Und dann die Möglichkeit, Menschen, die trotz fehlender Integrationsbereitschaft mit einer Staatsbürgerschaft ausgestattet. Dann geht's weiter. Werde aktuell etwa in Schweden breit diskutiert. Verstehen Sie Remigration, die ja auch auf Ihren Bannern, die freiheitliche Jugend auf Ihren Bannern tragen, verstehen Sie das auch so, dass auch Staatsbürger abgeschoben werden können? Ich habe Ihnen jetzt einige Dinge genannt, was ich unter Remigration verstehe. Und wenn Sie mich jetzt zum Thema Staatsbürgerschaft zum wiederholten Male fragen, da habe ich auch eine Position. Wenn jemand die Staatsbürgerschaft erwirbt, der vorher logischerweise Staatsbürger eines anderen Landes gewesen ist, dann muss mit diesem Erwerb der Staatsbürgerschaft mehr als ein Aufenthalt in diesem Land und das Kassieren von Sozialgeld verbunden sein. Denn wenn jemand glaubt, er kann hier sozusagen diese Gesellschaft verachten,
diese Gesellschaft sogar bekämpfen. Er kann unsere Werte angreifen. Die Europäische Menschenrechtskonvention dann können wir aber auch eine Rechtslage herstellen, Herr Tür. Davon bin ich überzeugt, dass das geht. Und da finden sich vielleicht auch andere Staaten in Europa. Das heißt, Sie wollen die Menschenrechtskonvention ändern. Das ist die Demokratie, dass wir dann eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann. Was anderes ist es, wenn jemand als österreichischer Staatsbürger auf die Welt kommt, dann geht das selbstverständlich nicht. Aber das heißt, Sie wollen die Menschenrechtskonvention ändern? Schauen Sie, die Frage ist diejenige, ob eine Gesellschaft es auf Dauer aushält. Wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, ich verachte eure Art zu leben, ich bin nicht bereit, mich an eure Gesetze zu halten. Eure Kultur ist für mich sozusagen überhaupt nicht akzeptabel. Euer Rechtssystem akzeptiere ich nicht. Wenn solche Menschen dann aber gleichzeitig diesen Staat ausnutzen und sagen, aber eure Sozialhilfe nehme ich schon, ja, und die rechtlichen Errungenschaften, die ihr habt, dann glaube ich, muss man darüber diskutieren, ob wir uns da nicht auf einer schiefen Ebene befinden, wo wir letztendlich das Heimatrecht der Österreicher zerstören. Und das ist mir aber auch etwas wert, dieses Heimatrecht der Österreicher, das höre ich bei den anderen Parteien nie. Sie starten in wenigen Tagen in Graz in das Wahljahr und darüber würde ich noch gern ganz kurz mit Ihnen sprechen. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem die Staatsanwaltschaft gegen 9 Personen aus Ihrer Partei ermittelt. Bei der Finanzaffäre in Graz geht es um sehr, sehr viel Geld, in die Taschen von Funktionären geflossen sein sollen. Es geht um mutmaßliche Veruntreuung und Fördermissbrauch. Unter den Beschuldigten ist auch Landesparteichef Mario Kunasek. Ist er der richtige Spitzenkandidat, wenn er Beschuldigter in so einem Verfahren ist? Also Mario Kunasek ist mit Sicherheit der allerbeste Spitzenkandidat. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum eine gehörige Unruhe auch in der Parteienlandschaft in der Steiermark herrscht. Denn Sie wissen ja, die Freiheitliche Partei liegt dort mit unserem Parteiobmann Mario Kunasek Kopf an Kopf mit den anderen Parteien. Und ich bin sehr viel in der Steiermark unterwegs und ich weiß, dass Mario Kunasek ausgezeichnet ankommt. Ja. Aber bei anderen Beschuldigten, wie etwa ÖVP-Nationalpräsident Sobotka, haben Sie den sofortigen Rücktritt verlangt? Moment einmal bitte. Bei Wolfgang Sobotka ist unglaublich viel zusammengekommen. Und Herr Tür, jetzt verstehe ich Sie nicht, weil Sie ja hier... Es geht bei Kunasek um Förderungsmissbrauch, Veruntreuung und Unfall, streitfreie Straftaten. Weil Sie hier in einer durchaus verdienstvollen Arbeit ein Tonband in der Zeit im Bild 2 an die Öffentlichkeit gebracht haben, in dem ganz, ganz schwerwiegende Anschuldigungen gegen Wolfgang Sobotka erhoben werden, und zwar vom verstorbenen Sektionschef Christian Bilnacek. Und das ist schon ein ganz anderes Kaliber wie ein anonymer Käsezettel, sage ich jetzt einmal, der dort irgendwo bei der Staatsanwaltschaft eingegeben worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat einen externen Prüfer im Finanzskandal beauftragt und der hat sich das Ganze angeschaut und kommt zu einem vernichtenden Ergebnis. Er sagt, da hat es ein hohes Maß an Verschleierungsenergie gegeben. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen muss vermutet werden, dass ein Großteil der Mittel, die der FPÖ Graz und dem FPÖ Gemeinderatsclub Graz zur Verfügung standen, nicht entsprechend dem Parteiengesetz definierten Zweck, sondern für private Zwecke verwendet wurden. Mario Kunasek wird vorgeworfen, das quasi verschleiert zu haben, Beweismittel vielleicht sogar noch versteckt zu haben. All das wird zurzeit ermittelt. Diese Vorwürfe gehen ins Leere. Und jetzt werde ich Ihnen etwas sagen, weil Sie so solide recherchiert haben im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die Freiheitliche Partei. Haben Sie auch solide recherchiert, was mit vielen Vorwürfen seit Ibiza passiert ist? Das ist nämlich interessant. Nein, das fehlt. Ja, das fehlt nämlich. Diese Darstellung nämlich, weil ich kann mich... Warum sollte ich mit Ihnen über die ÖVP reden? Ich rede mit Ihnen über die FPÖ. Ich rede über die Freiheitliche Partei und ich rede jetzt mit Ihnen über all die Dinge, die eingestellt worden sind, wo Medien und unsere politischen Gegner behauptet haben, die Freiheitliche Partei wird nach Ibiza nur mehr im Verfahren hängen und es wird Verurteilungen hageln und die Freiheitlichen werden nur mehr in Gerichtssälen sitzen und dann hinter schwedischen Gardinen. Das heißt, Freiheitliche müssen nicht zurücktreten und
Sobotka jetzt, schon. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, was da herausgekommen ist. Das ganze Vereinsverfahren, das riesengroß aufgeblasen wurde, wo behauptet wurde, da ist Geld von außen her über Vereine in die Freiheitliche Partei hineingepumpt worden, eingestellt. Im sogenannten Spesenverfahren. Viele Einstellungen schon gegen freiheitliche Mitarbeiter. Weitere werden folgen. In der gesamten Causa Schellenbach. Lauter Einstellungen. In der Causa Stieglitz eine Einstellung gegen Norbert Hofer, ein rechtskräftiger Freispruch gegen Heinz-Christian Strache. In der Causa Brickhaff ein rechtskräftiger Freispruch gegen HC Strache oder für HC Strache. Das heißt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Dennoch verlangen Sie den Rücktritt von Nationalratspräsident Sobotka. Und genau so wird es weitere Einstellungen geben. Und sollte da etwas zu Gericht auch noch kommen, dann rechne ich auch mit weiteren Freisprüchen. So. Und was Wolfgang Sobotka betrifft, wissen Sie, Der Mann ist nach dem Bundespräsidenten oder sitzt im zweithöchsten Amt, das diese Republik zu vergeben hat. Ich glaube, dass das schon etwas ist, wo man dann ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen sollte. Und mich wundert es eigentlich, dass die Österreichische Volkspartei, die als stärkste Partei den Anspruch hat, den Nationalratspräsidenten zu stellen, nicht so viel Selbstreinigungskraft moralischer Art noch übrig hat, dass man eine integre Person hinstellt und sagt, wir sehen selber ein, dass das nicht geht oder dass Wolfgang Sobotka sich zurückzieht und dann soll ein anderer Vertreter der Österreichischen Volkspartei dieses zweithöchste Amt im Staat übernehmen. Der repräsentiert ja die Republik. Der Appell ist jetzt angekommen. Herr Klubobmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.